Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Video voll mit schlechten Nachrichten. Ja, wie vielleicht so mancher im Discord schon mitgekriegt hat, ich bin wieder aus dem Urlaub zurück und hatte ein echt tolles Erlebnis, als ich heimgekommen bin. Ich habe dann nämlich die Steckdosenleiste von dem Ganzen hier dann mal wieder eingesteckt und es machte ein leichtes Ping. Ich habe mir schon gedacht, oh Scheiße, mein PC. Na gut, der Überspannungsschutz meiner Steckdosenleiste ist dann gleich angesprungen und ja, ich geguckt, was war, nichts gefunden, Steckdosenleiste wieder angemacht. Es ging plötzlich. Rechner ist hochgefahren, Bildschirme sind angegangen, Router, alles kein Problem. Ja, anfangs habe ich es gar nicht gemerkt, bis plötzlich, wie ihr seht, nichts. Und die steckt gerade in der Steckdose, ne? Also, nichts. Da tut sich gar nichts. Und wie ihr hier seht, klar, das funktioniert noch. Jetzt gehen wir auf Wii U-Menü. Ist klar, die Switch. Die Wii U gibt keinen Mucks von sich. Er versucht jetzt hochzufahren, aber wird sich gleich melden. Jo, keine Wii U. Wäre an sich ja nicht so schlimm, wenn ich da nicht noch ein liebes Breath of the Wild Let's Play für die Wii U gestartet hätte. Ich werde die Tage jetzt versuchen, die Switch dann bei einem Laden, der so Reparaturen durchführt, mal abzugeben, mir mal einen Kostenvoranschlag holen zu lassen, und wenn es halt jetzt nicht so viel kostet, wird sie repariert. Ansonsten wird das Let's Play wohl erstmal pausiert. Ich werde die Switch-Version so weit spielen, wie wir auf der Wii U waren. Aber das wird sich alles zeigen, dazu werde ich mich auf jeden Fall nochmal melden. Und wie ihr im Hintergrund auch seht, Mario Kart 8 Deluxe ist endlich mal eingetroffen. Deswegen überlege ich gerade, ob ich dazu jetzt nicht irgendwie ein paar Folgen als Let's Show bringe. Aber da ich die Woche eh noch so viel zu tun habe, nicht wundern. Die Woche wird jetzt erstmal nichts mehr kommen. Nächste Woche habe ich dann mehr Zeit, weil ich werde die Woche auch zu nichts kommen. Jetzt. Und das mit der Wii U hat jetzt sowieso ein bisschen alles rausgenommen. Ab nächster Woche wird wieder durchgestartet. Ich weiß noch nicht mit was, weil Breath of the Wild wird jetzt erstmal fehlen, weil die Konsole ist im Arsch. Das wird sich zeigen, aber ab nächsten Dienstag wird die nächste Folge wieder kommen. Jetzt die Woche ist erstmal Stillstand. Ich muss jetzt erstmal trauern. Naja, auf jeden Fall, es wird weitergehen. Ich werde in der Zeit noch ein bisschen meine Switch quälen. Ich finde das Ding im Übrigen absolut geil und bin so zufrieden mit dem Teil. Ich habe es auch ein bisschen übertrieben. Mittlerweile habe ich 11 Spiele und ja, ist toll. Wie immer sage ich, danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss.